Hallo meine Lieben, in diesem Video zeige ich euch, wie ich meinen Arbeitsalltag organisiere und verbringe und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ich arbeite jetzt schon seit ein paar Monaten in der Firma meiner Eltern, deshalb hat sich eine gewisse Routine angeeignet, die ich euch gerne zeigen möchte. Das erste, was ich brauche, ist ein ordentlicher Schreibtisch. Das heißt, ich habe auf meinem Tisch wirklich nur das liegen, was ich brauche und der Rest kommt entweder in eine Schublade oder ganz weg. Dann habe ich eigentlich immer ein Getränk auf meinem Tisch stehen. Selten Kaffee, aber ganz viel Wasser. Den Planungspart erledige ich super gerne auf meinem iPad, also kommt das auch noch auf den Tisch. Dann plane ich auch schon meinen Tag und das ist für mich total wichtig, weil ich dann genau vor Augen habe, was ich dann an dem Tag zu erledigen habe. Und dann nehme ich mir auch gerne Zeit für, schreibe auf, wer angerufen werden muss, an wen E-Mails gesendet werden soll und noch andere Aufgaben. Dann sieht es bei mir etwa so aus. Ich achte besonders darauf, dass ich nicht zwei Aufgaben gleichzeitig mache, wie zum Beispiel planen und nebenbei eine E-Mail schreiben, weil so kommt man wirklich nicht voran. Ein weiterer Tipp von mir ist, dass ihr eure Zeit einschätzt. Das heißt, ihr schreibt neben den Aufgaben auf, wie lange ihr ungefähr denkt, dass ihr dafür brauchen werdet und wie lange ihr dann auch tatsächlich dafür gebraucht habt. Das ist dann auch so ein guter Schritt in Zeitmanagement. Da mache ich auch schon meine Aufgaben und meine Hauptaufgabe bzw. mein Job ist Kundenbetreuung. Und wenn ich gerade mal nicht mit Kunden telefoniere oder keine E-Mail zu schreiben habe, dann recherchiere ich auch super gerne über bestimmte Themen, die auch möglicherweise mein baldiges Studium betreffen. Und ansonsten mache ich zum Beispiel einen Kurs zum Thema Projektmanagement und bilde mich so weiter. Bei Aufgaben, die ich erledigt habe, mache ich immer ein grünes Label, sodass ich direkt sehen kann, dass es abgeschlossen ist. Wenn ich meine Gedanken aufschreibe und das Ganze in eine Vision packe, dann hilft es mir irgendwie total viel fokussierter zu arbeiten und auch meine Aufgaben zielgerechter zu erledigen. Das schreibe ich gerne auf, was ich dann bewirken möchte mit dem, was ich gerade mache und was das Ganze in meiner Zukunft für eine Rolle spielen soll. Lernt immer was dazu und verfolgt Kurse oder lest Bücher über Themen, die euch interessieren und bildet euch in dem Bereich weiter. Hier seht ihr, wie ich in einem Kurs mehr über das Thema Projektmanagement lerne und mir auch meine Notizen dazu mache. Dann rufen mich auch schon die ersten Kunden an, beziehungsweise ich rufe sie an und so vergeht dann auch mein Tag. Ich selbst bin ja noch Schülerin in der 12. Klasse und wenn ich mal eine Stunde frei habe, dann löse ich gerne Tests, sodass ich mich auch auf mein Abitur vorbereiten kann. Und wenn ich irgendwann mal nicht weiterkomme, dann gucke ich meine Notizen nach und ja, ich benutze mein iPad für Schulzeugs. Und wenn ihr gerne wissen möchtet, wie ich das Ganze so mache, dann stimmt doch hier gerne mal ab.
Dieses Video ist jetzt online, das heißt, alle Aufgaben an dem Tag sind gemacht und am nächsten Tag geht es dann los mit neuen Aufgaben. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag haben konntet. Das ist natürlich nicht alles, es ist noch viel mehr drum und dran, aber das Wichtigste wollte ich euch gezeigt haben. Und wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!